Hey Leute, willkommen zurück zu Play Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Erstmal ein fettes Sorry für das Video, was ich heute hochgeladen habe. Also das es ist eigentlich voll der Bullshit gewesen. Crewfarbe und Chrome oder Chrome Crewfarbe Glitch, so habe ich es genannt. Geht natürlich auch ohne Glitch. Ich zeige es euch mal eben. Von daher das Video heute. Ich habe es irgendwie verwechselt mit dem Perleffekt auf eine matte Farbe drauf tun Glitch. Keine Ahnung wieso. Weiß ich nicht. Hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Fehler passieren. Sorry. Okay. Hier, das hatte ich verwechselt. Ich gehe mal auf Lackierung. So, Lackierung. Dann zeige ich euch mal, dass es auch so geht. Primärfarbe Chrom. Bam, Chrom drauf. Und dann Crewfarbe. Hey, ja, es geht halt auch ohne Glitch. Es ist kein Glitch. Ihr könnt ganz normal eine Crewfarbe auf Chrom drauf tun. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Glitch. Nämlich, wie ihr auf eine matte Farbe, nehmen wir mal zum Beispiel matte Schwarz, einen Perleffekt drauf bekommen. So geht es ja nicht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Perleffekt gehe, ja, dein Fahrzeug braucht eine Metallic-Lackierung. Geht ganz einfach. Jetzt geht ihr einfach mal auf Metallic-Lackierung und scrollt mal eben so ein bisschen durch. Durchscrollen müsst ihr, glaube ich, gar nicht. Es geht auch einfach so. Also wenn ihr zum Beispiel dann einfach auf Metallic drauf geht und dann wieder raus. So, und jetzt geht ihr auf Nummernschild. Kurz, das war es jetzt nämlich. Das war jetzt hier dieser Glitch mit dem Nummernschild. Das ist für die matte Farbe. Hat, glaube ich, auch einer in den Comments geschrieben. Shoutout an dich. So, und dann irgendwas verändern. Blau auf Weiß meinetwegen. Nummernschild ist halt, kostet nicht so viel, von daher könnt ihr einfach mal schnell was verändern, ohne dass es eben viel kostet. So, jetzt wieder auf Lackierung. Primärfarbe hatten wir matt. Und jetzt geht nämlich auch der Perleffekt. Achtung, bam, Perleffekt geht. Und jetzt könnt ihr alle möglichen Perleffekte auf die matte Farbe draufklatschen. Sieht verdammt geil aus. Also hier das Turino-Rot nehme ich mal. Das nehme ich immer am liebsten, wegen wie Play Oldschool-Farben. Also Weiß, Rot und Schwarz. Und jetzt fahren wir mal die Kiste raus, gucken wir uns die Kiste mal an, wie es von draußen aussieht. Jetzt schön mit Sonne und so. Mein geiler Gang-Burrito im Matt-Schwarz mit dem geilen Torino-Rot-Perleffekt. Ja, genau das war der Glitch und nicht Chrom mit Crewfarbe. Das geht auch so ganz easy. Aber das sieht verdammt nice aus, oder? So matt mit dem Perleffekt, richtig fett. Das hatte ich nämlich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, wie das genau geht. Von daher dachte ich, zeige ich es euch einfach mal. Ich hatte auch kein Video dazu gemacht, überhaupt noch nicht. Und ja, denke ich mal, ein geiler Tipp, geiler Trick für alle, die so Tuning-Treffen gerne machen und dann mal gerne mal mit einem geilen Paintshop hinfahren, der jetzt nicht so bekannt ist, den jetzt nicht so viele haben. Sowas zum Beispiel. Sucht euch irgendwas aus, was halt geil harmoniert. Schwarz harmoniert, finde ich ganz geil mit dem Torino-Rot. Könnt ihr auch vielleicht nochmal ein Limettengrün draufklatschen. Komm, wir probieren es nochmal mit Limettengrün, weil ich einfach Bock habe. Ich probiere es jetzt einfach noch mit dem Limettengrün nochmal aus, wie das aussieht. Weiß nicht, habe ich das jetzt schon freigeschaltet? Den Perleffekt müsste ich eigentlich freigeschalten haben, wenn nicht, da ich halt Pech gehabt. Dann war es das hier mit dem Video. Ja, es hatten sich echt einige beschwert gehabt, ne? Ich meine, kann ich verstehen, weil sonst lade ich ja nicht sowas hoch, was eigentlich kein Glitch ist, ne? Aber hey, passiert halt mal, ne? Von daher habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf, löscht das Video, ist Bullshit. So, Primärfarbe. So, Perleffekt. Nehmen wir mal, wo haben wir denn den Limettengrün? Das Limettengrün, das war, glaube ich, irgendwo unten. Mal kurz durchscrollen. So, ja, ah, scheiße. Ah, sieht auch sehr geil aus, oder? Sieht auch sehr geil aus. Ich müsste jetzt noch ein Monster-Stun machen. Also Limettengrün harmoniert perfekt. So ein Torino-Rot. Alles so knallige Perleffekt-Farben. Mit Schwarz zum Beispiel. Ja, probiert ein paar andere matte Farben auch. Sag ich. Guck mal, hier nehmen wir mal Hell-Lila. Das ist zum Beispiel auch ganz cool. Fahren wir mal raus jetzt. Ja, ich will auf jeden Fall LS Customs verlassen. Jo, und das war es im Prinzip auch schon jetzt mit dem Video, wie ihr auf eine matte Farbe einen Perleffekt über diesen Glitch drauf tun könnt. Sieht richtig geil aus. Klasse Sache. Jo. Und für alle, die noch einen Unlock All brauchen, schaut mal in die Videobeschreibung, habe ich wieder Extreme Modding verlinkt, extrememodding.de Bestellseite und die Facebook-Seite von Extreme Modding für alle, die noch Fragen haben zum Thema Unlock Alls und so weiter. Mir fällt gerade auf irgendwie, das Lila sieht doch nicht so ganz so geil aus. Naja, probiert's mal selber aus. Matt Perleffekt Glitch for the win. Danke fürs Zuschauen, ihr haut rein, ich bin raus. Peace out, bye bye, ciao, ciao.